Hallo und herzlich willkommen bei Turn On. Mein Name ist Jens und heute geht es um die Apple Watch Series 7. Die habe ich hier an meinem Arm, sie liegt auch da und wir haben auch noch den Vorgänger, denn eigentlich hat sich gar nicht so viel getan, zumindest auf dem ersten Blick. Es ist das Display ein bisschen größer geworden, aber neuere Sensoren oder sonst irgendwelche coolen, krassen Features, Gimmicks gibt es irgendwie gar nicht. Und trotzdem haben wir festgestellt, nach unserer Testphase, da ist irgendwie mehr drin, als man denkt. Gut, aber kommen wir erstmal zu den harten Fakten. Was ist neu? Was hat sich an der Apple Watch Series 7 getan? Die neue Series 7 kommt in zwei neuen Gehäusegrößen, 45 mm und 41 mm. Das ist etwas größer als beim Vorgänger Series 6. Der Screen der größeren Apple Watch Series 7 misst nun 1,9 Zoll, also fast 20% mehr als beim direkten Vorgänger und sogar 50% mehr als noch bei der Series 3. Möglich wurde dies aber nicht nur durch die leicht größeren Gehäuse, sondern vor allem durch die dünneren Displayränder. Laut Apple sind diese nun nur noch 1,7 mm dick und somit 40% schmaler als bei der Series 6. Das Always-On-Display der Series 7 ist zudem nach Angaben des Herstellers nochmal 70% heller in Innenräumen als bei der Series 6. Und obwohl der Fokus jetzt nur auf dem Display irgendwie liegt, macht das jetzt so einen großen Unterschied oder nicht? 20%. Kann das so viel Unterschied machen? Wenn ich die Apple Watch starte und dann auf Einstellungen gehe und auf Anzeige und Helligkeit, dann auf Textgröße, dann kann ich die Einstellung der Textgröße, also wie groß die Buchstaben dargestellt werden, von ganz groß auf wirklich, wirklich klein machen. Und ich brauche trotzdem eine Brille übrigens. Und trotzdem kann ich alles erkennen und habe unfassbar viel mehr Informationen auf diesem kleinen Display, das trotzdem ja 20% größer geworden ist. Also das macht einen riesigen Unterschied. Ich habe es jetzt so auf teilweise Nummer 2, Nummer 3 stehen. Nummer 4 ist der Standard. Aber selbst wenn ich runtergehe, erkenne ich alles wunderbar. Und es wird mir alles so richtig gut angezeigt. Und das klingt sehr banal. Aber wenn das Ding gesperrt ist und ich es entsperren will und auf meinen Code drücken muss dafür, dann war das in der Vergangenheit, zumindest bei mir in der 6er und auch in der 4er Variante, immer so, dass ich mich ein bisschen vertippt habe. Weil das halt kleine Buttons sind und auch wenn ich keinen riesigen Patschepfoten habe, das hat alles immer nicht perfekt funktioniert. Seit wir jetzt bei der neuen Größe sind, habe ich mich noch nicht einmal vertippt. Außerdem habe ich die Möglichkeit, mehrere Apps übersichtlicher zu nutzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Timer sind oder bei Apps navigieren, wenn ich das jetzt direkt beim Laufen mal eben mit der Apple Watch machen will, das ist sehr viel übersichtlicher, gar nicht mehr so fummelig, wie man das von den alten Geräten kennt. Das gefällt mir. Wenn die ausgeschaltet sind, sieht man gar nicht, welche jetzt die neue ist. Von der Größe her dann doch schon. Oder wenn man die neuen Watch Faces der Series 7 sieht. Die sind jetzt exklusiv da. Einmal Contour und einmal Modular Duo. Contour ist eher klassisch und füllt den gesamten Screen aus. Besonders cool ist hier das Zusammenspiel mit dem sogenannten refraktierenden Rand der Series 7, wodurch sich das Zifferblatt quasi um den Rand herumwölbt. Modular Duo hingegen nutzt den zusätzlichen Displayplatz für gleich zwei große Komplikationen in der Mitte. Ich glaube, mehr Infos gab es noch nie auf einen Blick auf der Apple Watch. Aber ist das dann jetzt auch alles, was man mit so einem großen Display machen kann? Nein. Nein, das ist nicht alles. Ihr habt jetzt endlich die Möglichkeit, ein richtiges Keyboard zu benutzen. Eine Tastatur. Das ging ja vorher auch irgendwie schon irgendwie. Man konnte Buchstaben reinschreiben oder man konnte vorgefertigte Nachrichten antippen und hat damit quasi Nachrichten, Kurznachrichten über iMessage oder so beantworten können.
Aber jetzt habt ihr endlich die Möglichkeit, über ein richtiges Keyboard Buchstaben zu schreiben mit eigenen Wörtern oder auch hin und her zu wischen und die automatische Worterkennung zu nutzen. Allerdings ist das noch nicht automatisch aktiviert. Beziehungsweise muss man noch einen kleinen Trick anwenden, um das aktuell in Deutschland nutzen zu können. Sehr wahrscheinlich kommt da dem nächsten Update, was das Ganze fixt. Wenn ihr aktuell die Sprache und die Region auf Vereinigte Staaten stellt, dann habt ihr direkt die Tastatur hier auf der Apple Watch Series 7. Aber Achtung, damit wird auch das ganze Menü auf Englisch umgestellt. Also wenn ihr dem Englischen nicht so mächtig seid, wartet ruhig noch, bis das Update kommt. Der Sprung der Generation Apple Watch 2, 5, 6 und 7. Irgendwie auf den ersten Blick hat sich da gar nicht so viel getan. Und trotzdem, alle habe ich genutzt. Und trotzdem, wenn ich jetzt diese neue Generation am Arm habe und damit rumspiele, meinen Code eingebe, den ich jetzt hier nicht in die Kamera zeigen werde. 4711, genau. Wenn man all diese Sachen nutzt und im Alltag auch verwendet, dann merkt man den Unterschied. Deswegen ist so eine Testphase wunderbar, weil man den ganzen Tag damit arbeitet, rumspielt und dann merkt, krass, das ist zwar nur ein größeres Display, aber das macht so viel komfortabler im Alltag, dass ich da wirklich sagen muss, ey, ich mag's. Ich mag die Series 7 wirklich sehr. Ich find's schade, dass sich da im Sensorenbereich noch nicht so viel getan hat. Ich hoffe, dass da in der nächsten Generation so ein Sprung in Richtung Zuckermessung vielleicht kommt. Das wäre irgendwie noch ganz geil. Blutdruck fehlt auch irgendwie auch noch, aber gucken wir mal, was danach kommt. Ich bin da ganz guter Dinge. So, und für wen lohnt sich denn jetzt ein Upgrade? Besonders nachhaltig wäre es ja nicht, jedes Jahr immer auf eine neue Watch zu springen. Und auch die Veränderungen sind dann nicht wirklich so groß, dass es sich lohnt. Darum haben wir die ganzen Geräte hier mal dazugeholt. Ich würde schon behaupten, so ab Generation 3 bis 4 ergibt das Sinn. Da habt ihr einen riesigen Sprung, da passiert super viel im Arm, was die Geschwindigkeit, die Performance hier angeht und auch was das riesige Display angeht. Für mich, der sehr viel mit diesen Geräten arbeitet und daran rumspielt und auch Vergleichsgeräte hat, ist natürlich der Sprung von der Generation 6 zu 7 auch nochmal spürbar. Aber ihr müsst von der 6 nicht upgraden und auch nicht von der 5. Wie gesagt, ab der 4 würde sich das auf jeden Fall lohnen und natürlich alles, was da drunter ist. Die Generation davor sind wirklich alle ziemlich gut. Aber wie ist das bei euch? Habt ihr eine ältere Apple Watch und wollt ihr wechseln? Und wenn ja, von welcher Generation auf welche Generation? Schreibt mal eure Ansichten, Meinungen, Wünsche dazu gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr euch jetzt noch für andere Watch-Alternativen interessiert, dann schaut euch gerne mal das Video von Vera an. Die hat nämlich von Samsung die Galaxy Watch 4 in der Hand gehabt.